Hey, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Laufradbau. Du möchtest ein Laufrad bauen und weißt nicht, welche Komponenten du wählen sollst? In diesem Video beschäftigen wir uns mit der Theorie dahinter, was für Komponenten man wählen sollte, um auf das gewünschte Laufrad zu kommen. Und in den Videos danach schauen wir uns auch die Praxis an, also das Einspeichen und Zentrieren. Generell ist es wichtig, wenn man ein Laufrad plant oder ein Laufrad selber bauen möchte, was möchte man nachher haben? Ein stabiles Laufrad, ein super leichtes Laufrad, das spielt alles eine Rolle für die Auswahl dann nachher der Speichenlänge, der Kreuzung, dann kann man noch verschiedene Speichenarten wählen. Das spielt alles eine Rolle, wie nachher das Laufrad wird. Generell gibt es super viele verschiedene Speichenarten. Die meisten sind einfach aus Stahl gefertigt, wie zum Beispiel hier der Klassiker 2.0 durchgehende Speiche in fast jedem Trekkingrad verbaut. Dann zum Beispiel für den Rennradbereich ganz interessant Aero/Messerspeichen. Die sind ein bisschen aerodynamischer durch ihre Bauform. Und dann gibt es noch doppelt konifizierte Speichen, aber auch einfach konifiziert, wo dann der Speichenkopf und auch manchmal das Ende für den Nippel etwas stärker ausgeprägt ist und in der Mitte verjüngt sich das Ganze, um halt Gewicht zu sparen und auch wieder Dauerelastizität zu bieten. In Sonderfällen gibt es auch Carbon, Aluminium oder jetzt auch Kevlar-Seilspeichen. Die sind aber meistens eher für Systemlaufräder gedacht, also auf dem Markt jetzt gar nicht so häufig. Wenn man halt ein Systemlaufrad hat, muss man auch entsprechend die Speichen dann wieder nehmen. Aber wenn man jetzt so ein Custom-Laufrad baut, werden die klassischen Stahlspeichen in den typischen Bauformen der Weg, den man gehen sollte. Für die Standardspeichen gibt es in der Regel einfach zwei Speichenkopfarten. Die J-Band-Variante, die am meisten verbreitet ist, und die Straight-Pull-Variante, wo der Speichenkopf komplett gerade liegt. Der Vorteil einer Straight-Pull-Speiche ist, dass der Kopf gerade in die Narbe eingeführt wird und so ein bisschen mehr Kraft aufnehmen kann als die J-Band-Variante. Nachteil ist jedoch, dass man durch die Straight-Pull-Narben relativ stark eingeschränkt ist in Anzahl der Speichen und Einspeichmuster. Der Nachteil bei den J-Band-Speichen ist, dass der Speichenkopf schon um 90 Grad abgeknickt ist durch die Produktion und hier schon eine starke Belastung stattgefunden hat. Sprich, wenn Speichen reißen, dann meist am Speichenkopf direkt. Der Vorteil jedoch ist, J-Band-Speichen kann man in allen Variationen einspeichen, alle Lochzahlen, alle Einspeichmuster von radial bis dreifach gekreuzt und so weiter und ist somit die deutlich häufiger genutzte Speichenart. Es gibt die verschiedensten Nippelarten, von dem Standard-Nippel mit Schlitzaufnahme hinten am Kopf über den Hidden Bolt, der einfach auf den Kopf gedreht ist, dann aber keine Schlitzaufnahme mehr bietet, dass der sauber in der Felge sitzt. Wenn der verbaut ist, sieht man den gar nicht mehr, also man sieht nur die Speiche, wie sie in die Felge geht. Dann gibt es zum Beispiel auch Nippel mit Spezialwerkzeugen, zum Beispiel der Squawks-Nippel von DT Swiss ist ein solcher Nippel. Den kann man dann komplett von hinten aus durch die Felge zentrieren und spannen. Sprich, gerade wenn man so einen roten Nippel oder sowas hat, spart man sich die Kratzer vorne auf der Nippelspanneraufnahme. Und so hat man, wenn man ein neu gebautes Laufrad hat, auch den Nippel noch komplett unversehrt. Generell ist es wichtig, zwischen Einspeichmuster und Laufradstabilität nachher auch zu entscheiden, was möchte man haben. Wenn man mehr Kreuzungen nimmt, hat man in der Regel auch längere Speichen, sprich mehr Gewicht. Aber das Laufrad wird auch stabiler. Man kann auch durch eine stabile Felge dann wieder ein bisschen Gewicht quasi addieren, aber kann bei den Speichen wieder Gewicht reduzieren durch weniger Kreuzungen, weniger Speichen allgemein und halt auch die Speichenart. Welche Einspeicharten gibt es? Es gibt radial, sprich ohne Kreuzung, und es gibt ein-, zwei- und dreifach gekreuzt. Bei radial gespeichten Laufrädern ist die Speichenlänge am kürzesten. Umso mehr Kreuzungen man hat, umso länger wird die Speiche. Und die Speichen sind auch entsprechend schwerer. Um die richtige Speichenlänge zu ermitteln, gibt es mittlerweile einige Speichenrechner online. Man muss gar nicht mehr alles selber durchrechnen und kalkulieren und messen. Es gibt viele Datenbanken, die alles schon drin haben. Da muss man nur seine Bauteile eingeben, die gewünschte Speiche, die gewünschten Nippel eingeben und man kriegt alles ausgespuckt.
Genauso wichtig ist die Speichenanzahl. Die kann man zum Beispiel reduzieren, wenn man eine stabile oder eine relativ hohe Felge wie im Rennrad benutzt. Denn durch die Stabilität der Felge braucht man nicht mehr so viele Speichen, um das Laufrad stabil zu bekommen. Zur Orientierung zur Speichenanzahl: Wenn man im Mountainbike-Sektor zum Beispiel ein etwas leichteres Laufrad bauen möchte, nimmt man eher 28 Loch. Was gang und gäbe ist, ist aber eher 32 Loch, weil die sind nochmal eine ganze Ecke stabiler, aber auch ein bisschen schwerer. Das war's zum Thema Speichen und Nippel. Falls du noch Fragen dazu hast, schreib's gerne in die Kommentare. Schau dir unsere anderen Theorieteile an zu Narben und Felgen oder fang direkt mit dem Einspeichen an, mit unseren Praxisteilen zum Einspeichen und Zentrieren.